Hallo, mein Name ist Mario Schmidt-Wendling und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Coach für das Marathon-Projekt im Rahmen des Berlin-Marathons 2015 zusammen mit trainingsworld.de, aber auch mit athleta.de, der vielleicht besten Online-Software auf dem Markt. Und ich bin ein Mann der Praxis. Das möchte ich gleich vorab sagen. Bin zwar auch Sportwissenschaftler, aber ich möchte relativ wenig Tiefgang jetzt in die Leistungsphysiologie geben, sondern wie gesagt, ich bin ein Mann der Praxis und deswegen sind die Informationen, die ihr in den nächsten 11 Monaten bekommt, sowohl entweder wie jetzt eben gerade in diesem Fall per Video oder auch schriftlicher Natur, eher praxisrelevante Informationen in Sachen Training, Ernährung, Equipment, aber auch Verletzungsprophylaxe, was mir ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, denn bei aller Zielstrebigkeit und vielleicht auch Ehrgeiz ist es doch wichtig, dass man das Ganze sehr gesundheitsorientiert und verletzungsarm gestaltet. Und da gibt es einfach ein paar Techniken, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind, die ich in der Arbeit mit den Sportlern jetzt in den letzten 10 Jahren, in denen ich das Coaching mache, sehr gut gefruchtet haben und die möchte ich euch gerne vorstellen. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr daran auch Spaß habt und auf jeden Fall merkt, dass so ein Marathon-Projekt nicht nur eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte ist, sondern dass Laufen auch durchaus ein Lebensgefühl bedeuten kann, was man ja über den Marathon hinaus auch betreiben kann und was man idealerweise, wenn man verletzungsarm bleibt oder verletzungsfrei bleibt, auch bis ins hohe Alter absolvieren kann. Und von daher ist mir es wichtig, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und da werden wir euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer wieder Tipps geben, wie ihr möglichst verletzungsarm durch die Marathon-Vorbereitung kommt. Denn wie Mark Allen, der sechsfache Hawaii-Sieger, mal gesagt hat, es ist nicht schwer, einen Ironman zu finishen, es ist schwer, gesund an der Startlinie eines Ironman zu stehen. Und das münze ich jetzt einfach mal auf das Thema Marathon um. Es ist durchaus leicht, einen Marathon zu finishen, wenn man mal an der Startlinie steht, aber der Weg dorthin ist ein steiniger. Und ich möchte euch gerne helfen dabei, die Steine aus dem Weg zu räumen und euch das Handwerkszeug mitzugeben, wie ihr möglichst effektiv und erfolgreich euer Ziel erreicht. Das war's für heute und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!